Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Elex. Ja, wir haben heute Sonntag den, was weiß ich, wie vielten, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich noch Folgen bis Freitag, 5 Folgen habe ich noch. Die heutige Folge ist noch nicht rausgekommen. Aber ich wollte mich an der Stelle mal ganz herzlich bei allen bedanken, die schön aktiv Kommentare bei mir schreiben. Ist natürlich mal mehr, mal weniger. Freut mich aber extrem. Ist wirklich coole Sache von euch. Da wirklich mal danke an jeden, der einen Kommentar schreibt. Ich lese mir immer alles durch. Antworte vielleicht nicht auf jede Sache, aber auf die meisten eigentlich schon. Aber lesen tue ich auf jeden Fall alles. Also da einmal Props an euch. Ich hoffe, das geht schön so weiter und wird vielleicht auch noch besser. Wer weiß, aber Hauptsache nicht schlechter. Naja, ja. Eine witzige Sache, die ich gerade noch so mitbekommen habe hier. Wenn ich Escape gehe, dann bleibt ja alles trotzdem stehen. Aber der Regen, der regnet weiter. Heute wollen wir uns auf nach Abessa machen. Aber, ja gut, habe ich das letzte Aufnahmesession schon ewig angekündigt? Ja gut, das habe ich. Aber, ihr habt noch mal ein paar Sachen geschrieben, die ich vielleicht noch mal ganz schnell machen möchte. Also zum einen möchte ich mich noch mal um Taschendiebstahl kümmern. Weil da habe ich so bemerkt, gut, dass das jemand geschrieben hat. Sorry, dass ich jetzt die Namen nicht alle im Kopf habe, aber ja, ich hatte ja mal Taschendiebstahl gelernt, ne? Da war ja was. Warte, wo waren das nochmal? War das bei Persönlichkeit? Oder bei Handwerk wahrscheinlich eher, ne? Clown, ne? Taschendiebstahl. So. Und dann dachte ich mir so, stimmt, das habe ich ja mal gelernt. Aber ich habe das noch gar nicht benutzt. Wie geht denn das überhaupt? Irgendwas mit von hinten anschleichen und so Stuff. Möchte ich mal ausprobieren. Dann möchte ich nochmal eben nach Tavar rüber, weil mir wurde ein Tipp gegeben, wo denn Blake jetzt rumliegt und Urlaub macht, ne? Dass wir das vielleicht nochmal eben schnell machen. Und dann war noch eine dritte Sache. Warte, was war das nochmal? Genau, im Kopf behalten, dass wir guter Esser dann noch irgendwann lernen. Aber unser Plan, den kennt er ja jetzt erstmal. Unser Plan ist erstmal hier die 3 mehr Erfahrungsdinger zu lernen dann, wenn wir soweit sind. Jawohl. Und dafür fehlt uns im Grunde nur noch das nächste Level ab, ne? Und dann sind wir schon soweit. Dann haben wir die 3 Lernpunkte, die wir für die 3 Sachen brauchen. Können auch Intelligenz hochpushen auf 50. Müsste reichen, denke ich, mit dem einen Level ab dann. Oh. Wir sagen jetzt erstmal hier Duras, ne? Mitkommen. Ja. Ja, weil den wollten wir jetzt so oder so wieder mal mitnehmen, weil habe ich Bock drauf. Ray hat mal lange genug jetzt mit. Vielleicht hören wir den ja nochmal irgendwas zu sagen. So, wir gucken jetzt erstmal wegen Blake Schmake. Was da so abgeht. Wird geladen. Ach, Mann. Ja. Mich freut's, dass also, ich... im Gegensatz zu Ragnars Bruchbude hat diese Behausung Stil. Echt jetzt? Also, ich finde ja, es ist auch nicht besser. Aber, okay. Er hat direkt mal einen coolen Satz von ihm gehört. Wunderbar. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Fuck. Egal, aber... ist das da schon? Okay, da war der Sound gerade ein bisschen buggy. Wow! Ich habe eine Leiche mit runterfallen lassen. Hatte ich die nicht alle schon gelootet? War da... Okay. Okay. Oh, warte. Na, das ist eine Mine. Das ist schlecht. Please not drauflaufen. Mal kurz gucken, ob in der Richtung irgendwas rumliegt. Scheint jetzt nicht so der Fall zu sein. Lag da oben noch irgendwie... Ach, Mann. Aber ansonsten ist hier... Ich war auch gar nicht noch weit in der Schlucht in der Richtung, oder? So generell. Ups. Da habe ich jetzt mal nicht drauf geachtet. Scheiße. Ich habe jetzt so, hab so diesen Weg hier gesehen. Oh, ihn juckt's nicht. Och, ich geh dann mal. Ach, Mann. Voll gemein. Ah, ja. Hier. Ah, Blake. Komplett nackig gemacht und,
Okay. Ja, damit haben wir Blake dann jetzt gefunden. Okay. Hier, warte mal, aber ich möchte dich hier trotzdem mal... Kann ich dich nochmal irgendwie runterschubsen? Das ist schlecht. Ratte? Was? Ratte? Wo war Ratte? Da ist Ratte. Ratte! Also ein Tipp war noch, dass ich mal lange und kurze Schläge kombinieren soll. Das möchte ich auch mal so ein bisschen nebenbei ausprobieren. Okay, loot man halt von hier oben. Yay. Okay. Hätten wir das mit Blake. Aber wenn wir schon mal hier sind, ganz kurz, ja, wir gehen gleich Richtung Abessa. Ist ja gut, aber da vorne war das ja, okay. Oh Mann, wenn wir schon mal hier sind, dann möchte ich hier kurz nochmal lang gehen. Die Mine war das, ne? Ey. Was hier los? Ist hier irgendwas Special-Meshaliges? Okay, nicht anscheinend. Huch. Hier ist... Da ist... Da hinten sind Leute. Was ist da denn los? Ha! Böse Ratte. Okay. Okay. Mal hier gucken, ob irgendwie... Oh. Eine Sprenggranate. Okay, die habe ich erst gar nicht gesehen. Okay. Ja, nochmal von hier. Der Blick auf den Bunker ist schon ganz geil, wa? Speichern, speichern, speichern. Was ist hier los? Hier unter den... Lol. Ich habe ganz schön wenig Leben. Das sind wahrscheinlich jetzt... Oder, oh mein Gott, ist das dieses Banditencamp von der anderen Seite? Ja, ist es, ne? Warte, ich gehe mal kurz drauf zu, aber wahrscheinlich werden die... Dich hol ich mir! Ja, okay. Ja, nee, mit denen wollen wir nicht kämpfen gerade. Alter. Wir könnten auch neu laden jetzt, aber vielleicht reicht es ja, wenn wir einfach weglaufen. Ja, okay. Laden wir neu. Okay. So, begeben uns damit dann wieder zurück zum Treffpunkt. Hier. Ja, so. Und... Dann... Gehen die extra nochmal für uns auf, genau. Alter, die... Sind wir die Weitsicht gerade einfach nur nicht so gewohnt, weil in Tavar so neblig ist, oder ist die Weitsicht irgendwie besser geworden? Okay. Wir gucken mal, ne? Wir wollten... Am liebsten würde ich mal hier links, also westlich vom Konverter, langlaufen. Ich meine, so den Weg hat man ja schon, als wir Richtung Tavar gegangen sind. Deswegen, also okay, wir könnten auch hier rumlaufen, aber war das nicht sogar hier irgendwo die Stelle, wo dieser eine komische Typ... Ach, egal. Nee, ich würde mal sagen, wir laufen da so. Das heißt, wir müssten ein bisschen in die Richtung, glaube ich, und dann so da so die Kurve, glaube ich. Irgendwie so in der Art müsste es sein. Ein bisschen das Gefühl ist ein bisschen laggy. Könnte aber auch einfach nur am Regen liegen. Und da war auch noch dieses komische Banditenlager, ne? Das könnten wir uns vielleicht mittlerweile nochmal angucken. Ob wir hier irgendwas ausrichten können. Und auch, ich weiß noch, irgendwo in die Richtung war auch nochmal irgendwann so ein scheiß einzelner Bandit, ne? Den kann man mittlerweile auch mal fertig machen. Das ist ja schon ewig her, dass wir hier... Dunkle Zeiten sind das. Ja. Und wo wir gerade dabei sind, ich werde mal nicht mit Fleisch sparen, weil... Ja, gut. Wir werden wahrscheinlich noch mehr als genug kriegen im Laufe des Spiels, hoffe ich doch. Gucken wir doch mal, hallo. Komm her, du! Ja? Ja? Ich stehe dir bei. Ja? Ja, kommt mal her. Los geht's! Au! Halt, stopp! Oh, du kommst ja gar nicht zum Schlagen, Mensch. Okay, versuchen wir es nochmal mit... Was? The application terminated abnormally. Was? Okay. Crash. Hilfe. Hallo? Ne, ich kann ja nicht mal... Ach, du Scheiße. Also, da ist mein Mauszeiger auf dem anderen Bildschirm. Sobald ich hier hingehe...
Ich kann nichts klicken. Das ist einfach abgestürzt. Why? Fuck. Okay, ich mach hier mal auf jeden Fall einen Cut. Ich hoffe mal, die Aufnahme ist noch safe. Okay, willkommen zurück. Ich hoffe, es geht jetzt alles. Also, das Spiel ist einfach abgestürzt. Beim Laden habt ihr nicht gesehen, die Fehlermeldung, aber egal. Ich hoffe einfach mal, jetzt ist alles wieder okay. Mir ist übrigens noch eine Sache eingefallen jetzt, die ich sagen wollte. Ich weiß nicht mehr, ob das die Sache war, die ich vergessen hatte, als ich drüben war. Dass ich eigentlich ganz stolz auf mich bin, dass ich jetzt doch wieder etwas konsequenter voraufnehme, damit ich nicht wieder direkt in solche Problemphasen komme, wo ich dann halt keine Folgen mehr habe und dann irgendwie auf Zwang noch irgendwas aufnehmen muss, obwohl der Zeitpunkt gerade nicht so gut dafür wäre, so in dem Sinne, ne? So, wir hauen uns mal noch ein bisschen mehr Fleisch rein. Speichern die ganze Sache nochmal schön ab hier. So. Und dann, gucken wir mal, dass wir diese Leute hier besuchen. Nochmal speichern. Guten Tag. Das gibt Ärger. Ja. Lass mich nur machen. So, und jetzt, okay, ist vielleicht, ich dachte mir, hier ist so ein dummer Weg, da. Oh, komm schon, und super Attacke. Jawohl, wir haben sogar einen getötet, unfasslich. So, wir speichern einfach mal während des Kampfes, weil wir krass sind. So, und komm schon. Oh, ist nicht mehr drin, okay. Okay, warte. Nochmal speichern. Hilfe! Oh, fuck. Ich brauch, eine Nummer 5. Und speichern nochmal. Weil es sieht gar nicht mal so scheiße aus. Okay. Er war gerade ein bisschen verwirrt im Kampf. Ich finde das nicht so gut, wenn die Kamera da so hart rauszoomt. Oh fuck, ich hatte ja das Schwert mit Thorsten, ich Vollidiot. So. Alter. Ah, fuck. Aber. Lass mich nur machen. So schlecht sieht's alles gar nicht mehr aus, wa? Ja, looten können wir dann später. Speichern. So, hier hinten sind noch ein paar davon. Menschen. Bin schon da. So, so. Und dann vielleicht mal einen stärkeren Schlag. Und noch einen stärkeren Schlag. Und nochmal. Oh. Sind schon beide tot. Halt! Ah, voll das geile. Naja, wie nennt man's denn? Dörfchen? Keine Ahnung. Oh, ja, okay. Ich glaube, das waren alle. So, dann gehen wir mal wieder auf eine normale Kameraeinstellung ungefähr. Mensch! Wir haben hier gut geradet, wa? Ups. Ja. Loot. Ach du Rass. Mann. Alter. Kannst du mal bitte nicht im Weg stehen, wenn ich looten möchte? Mann. Eine Scheiße hier. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jeden Einzelnen hier finden und auch generell. Ja, genau. Wir reißen das Fleisch unter der Axt weg. Hier irgendwas? Köcher! Guck an. Pfeile. Und Pfeile kann man, wenn man einen Bogen benutzt, gebrauchen. Falls ich mal wieder einen Bogen benutzen werde. Ah, ist schön hier. Es ist halt so voll geil mit so diesen Holzwegen. Bisschen nach hoch und verzweigt und hui. Und ach, das ist voll gemütlich hier. Wir haben auch lauter Handgranaten, wa? Das ist gar nicht mal so schlecht. Wie viele haben wir denn davon jetzt? Waren hier... Nee, war nicht hier. Fuck, wo war hier? 14 Stück schon, oi. Ich meine, anfangs hatten wir, glaube ich, nicht ganz so viele. Hier, meine ich, wäre noch... Oder haben wir hier einen getötet in diesem...
Anscheinend nicht, ne? Ja, okay, aber da oben auf jeden Fall liegen welche. Ach ja. In den wunderschönsten Posen, die es mal wieder zu sehen gibt, ne? Ach ja. Wer letzte Woche den Risen 2 Stream gesehen hat, ne? Ach ja. Stimmt, Risen 2 Stream war ja jetzt auch wieder, ne? Hier werden Helden geboren. Ja, richtig, genau das. Ja, heute ist ja, wenn die Folge rauskommt, müsste Samstag sein, ne? Das heißt, heute Abend 20 Uhr, also normalerweise, wenn nicht irgendwas anderes dazwischen kommt, dann sage ich meist auf Twitter Bescheid. Also für alle möglichen kurzfristigen Informationen, falls ihr Bescheid wissen wollt, immer Twitter, erste Anlaufstelle. @quantumplaysyt. Ja. Achso, und wenn ich gerade schon dabei bin, so Eigenwerbung zu machen und so Stuff, ne? Kann ich auch nochmal erwähnen, Leute, wenn es euch gefällt, dann vergesst bitte nicht zu liken, weil das freut mich sehr und ist schade, wenn dann irgendwie... Wir haben irgendwie manchmal so Hater-Anflüge, Anstürme, keine Ahnung, dass einfach mal bis zu 8 Dislikes auf einem Video sind, ohne irgendeinen Grund oder zumindest, ne, es wird halt nichts geschrieben, von daher ist es halt einfach nur sinnloser Hate, so wie es aussieht, keine Ahnung warum. Ist ein bisschen schade, wenn dann zum Teil mehr Kommentare auf dem Video sind als Likes, wo du einfach denkst, hä? Die Leute haben einfach vergessen zu liken. Ist so, Mann, schade. Sieht dann halt doof aus und wenn irgendwer Neues dazu kommt oder so und dann vielleicht sieht so, oh, so viele Dislikes, das kann ja nur scheiße sein und dann, ja. Wäre auch doof, ne? Und generell, es ist einfach nicht so cool. Und an diejenigen Leute, die disliken, die werden wahrscheinlich niemals ein Video länger als 2 Sekunden gucken, aber... Oh, ein großer Lexikbeutel, nice. Ja. Wenn wirklich jemand irgendwas an meinen Videos großartig auszusetzen hat, kann das auch gerne so schreiben in die Kommentare und dann kann man gucken, ob es dafür eine sinnvolle Lösung gibt oder so. Und wenn es einfach nur grundloses Haten ist, ja dann, well... Fuck off, keine Ahnung, es ist halt... es ist halt Quatsch, ne? Ah, naja. So, hier können wir uns gleich nochmal... Jawohl. Why not right now? Ja. So hinlegen, Leben regenerieren. Ah. Hier sollten wir besser wachsam sein. Sollten wir, sollten wir. Aber mittlerweile müsste hier eigentlich jeder tot sein, der... uns irgendwas Böses will, kann ich die Suppe nicht mitnehmen. Schön wär's. So, sonst hier noch irgendwas? Lauter Zutaten und so Stuff hier. Kleine Sachen zum Kochen. Ist geil, ne? So lauter Details hier, so Kleinigkeiten in diesem Lager. Das Lager gefällt mir. Ist schön. Mann, Mann, Mann. Waren wir jetzt hier schon drin? Siehst du, da ist noch ein bisschen was. Vergammeltes Setzerbrot oder so. Eisenfaustschild. Und eine Anleitung. La Cucaracha. Oh Mann. Was für ein Schild? Kann ich das selber nehmen? Kann ich nicht. Habe ich bei weitem nicht genug Konstitution für. Scheiße. Resistenzblitz. Ui. Sweet. Ja, ist halt scheiße mit dem, dass man das halt als schadenmachendes Ding verwenden kann, was halt nicht allzu viel Sinn macht, weil es halt einfach kaum Schaden macht. Naja. So, also da waren wir jetzt. Hier sind wir lang gelaufen. Eigentlich müssten wir alles haben. Wir könnten halt jetzt mal hier lang und oder eben daraus noch. Geht's hier noch weiter? Ist hier drunter irgendwas? Man weiß ja nie, weißt du, du läufst so über die Brücke und dann ist so super unauffällig drunter irgendwas versteckt, hätte ja sein können. In welche Richtung geht das jetzt hier eigentlich? Ach, in genau die Richtung, die wir wollen. Oh, ja, perfekt. Ja, aber das heißt aber auch, dass wir uns erstmal woanders noch umgucken können. Musik? Sind wir... Ist irgendwas... Oh, warte, da ist... Auf der Karte ist tatsächlich was Rotes. Was ist da los? Hat das Viech getriggert oder was ist los?
Sieht er noch aus? Hä? Wo rennt es lang? Hi! Na, alles klar bei dir? Ich speicher kurz nochmal vorher, nicht, dass irgendein dummes Zeug passiert. Hui! Okay. Das hat ein bisschen sehr aus der Ferne getriggert, habe ich irgendwie so das Gefühl. Aber gut. Warte mal. Wir haben ja ein Jetpack. Wir können ja hier einfach rauffliegen. Jetzt, wo sind wir jetzt? Hilfe. Hier sind wir. Perfekt. Warte mal, gucken, was in die Richtung raus noch so ist. Nicht, dass wir hier noch irgendwas Wichtiges übersehen. Waren wir schon oben auf dem Felsen? Vielleicht liegt es ja hier irgendwas Schönes noch drauf. Ja gut, da ist dann unser Lager wieder. Okay. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich gehe dann mal doch wieder, ne? Also, mit ihmchen... Hä? Ich weiß nicht, wegen Kapuze und Jägerrüstung, ne? Wir haben ja jetzt gerade noch das Tavar-Outfit an. Können wir eigentlich auch mal erstmal lassen. Ich meine, das Schrottsammler im Hemd hat halt einen Defense mehr. Ich meine, es wird jetzt so oder so nicht viel... Was ist das? Nicht viel ausmachen, aber... Ich meine, mehr ist mehr, ne? Oh, Salzerbrot. Ja, und die... Mund-Dings-Bla, man könnte es Respirator nennen. Wie heißt es denn offiziell? Warte. Oh, warte. Wir werden angegriffen. Ja gut, da soll ich vielleicht nicht nachgucken, wie jetzt irgendein Rüstungsteil heißt. Ja gut. Ach, ein junger Hornwolf. Ja, das ist... Okay. Das ist doch schnell erledigt. Wunderbar. Was ist da hinten? Oh Mann, ey. Das ist schön, du siehst in jeder Richtung irgendwelche kleinen Details, wo du denkst, da könnte ich mal eben hinlaufen. What? Da oben... Der Schrein ist so weit oben? Also das... Also die, der Mana-Schrein... Man das im Video überhaupt sieht, jetzt genau über meinem Kopf, müsste der Kristall vom Mana-Schrein sein, ne? Alter, wenn ich jetzt zoomen könnte. Ja, ich sag's immer wieder, ich bin beeindruckt von den Höhenunterschieden im Spiel. Was wollte ich jetzt? Ich wollte hier, einfach Schutzmaske, ja. Hm. Ja, die Kapuze gibt halt mehr Rüstung, aber dafür haben wir halt, ach nee, Quatsch, gibt genauso viel Rüstung. Ja, okay, dann gibt's keinen Grund, das hier abzulegen. Ja. Ansonsten hier. Ja, siehst du, ne? Auch wenn ich die Kapuze so ein bisschen vermisse, weil die Kapuze cool ist. Aber naja. So. Ich will wissen, was das ist. Da hinten sind wieder böse Raptoren. Nju. Das ist ein sehr, sehr enger Weg hier. Wenn man das überhaupt so richtig als Weg bezeichnen kann. Man muss ja nicht für jede Gelegenheit. Beobachtungsnotizen. Aha. Kann ich sonst noch was nehmen? Nee. Na dann. Bum, 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 bum. Wo haben wir's denn? Wir werden irgendwann so ewig scrollen müssen, ne? Elex. Einfach nur Elex, okay. Warte hier in Stellung. Am Konverter habe ich Eis gesehen. Schon merkwürdig für diese Jahreszeit. Na gut. Der Konverter wurde vollständig abgeschaltet. Mein Posten soll aber bemannt bleiben. Mir ist aufgefallen, dass das Eis seit Tagen weniger geworden ist. Ah, okay. Der Konverter ist jetzt schon eine ganze Weile abgeschaltet und das Eis ist verschwunden. Ist es vielleicht durch das Elex gekommen? Die Alps haben schon viel von dem Zeug dort gewonnen. Könnte es eine so große Menge gewesen sein, dass es deutlich kälter geworden ist? Ja, okay, gut. Gibt uns jetzt keine großartigen Informationen. Ja, gut, ja, wissen wir ja, dass das Elex Kälte ausstrahlt und dass an Stellen, wo viel Elex vorhanden ist, sich auch Eis bildet und generell Kälte. Wieder so eine fette Ballista.
die hier schön rauszeigt, falls da irgendwer kommt Richtung Konverter. Sweete Stellung hier, wa? Gut, aber ansonsten ist hier jetzt nichts weiter Interessantes, ne? Dann, ja, gehen wir mal mehr in die Richtung wieder, oder? Müsste die Richtung... Ja. Lieber sogar noch halt die Richtung. Aber gut. Gut. Was? Oh, ey. Die Soundkulisse macht einen auch immer wieder verrückt. Ja, da war gerade ein Gegner getriggert und dann wieder nicht. Ganz komisch. In ungefähr die Richtung möchte ich wieder, ne? Ich möchte links am Konverter vorbei. Hier war, Trollkraut.